Der Bulle Henning Baum meldet sich zurück, dieses Mal aber als Partykönig. Hallo Henning. Hallo. Fufis ist das, Film und Fernsehen in Serie, der Podcast von FilmTV, präsentiert von Newsedu, die News-App auf eurem Handy, mit Nachrichten ganz nach euren Interessen. Der König von Palma, so heißt eine neue Serie bei RTL Plus. Henning Baum spielt die Hauptrolle. Henning, was war für dich der Grund, da mitzumachen, die Serie zu drehen? Ja, ich habe das Thema vor 4 Jahren präsentiert gekriegt von dem Johannes Kunkel. Das hatte damals noch eine ganz andere Form. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist interessanter, das reizt mich, weil das konnte ich damals tatsächlich noch gar nicht so genau beschreiben. Das war ein Bauchgefühl. Der hatte so ein Plakat selber zusammengebaut mit Ferraris und Babes am Strand und mich da vorne drauf gemacht mit Sonnenbrille. Und dann wieder, oh, das sieht ganz gut aus, da kann man was draus machen. Es ist letztlich zu etwas geworden, was viel psychologischer und viel ernster geworden ist, als ich zu Anfang angenommen hatte. Es ist eine sehr präzise Charakterzeichnung auch eines Mannes und einer Familie, die da um einen Neuanfang ringen. Und dieses Setting am Ballermann, das ist wichtig, aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es hier mit einem hochpsychologischen dramatischen Stoff zu tun haben. Das ist ein hochanspruchsvoller Stoff. Ne? Das sind Szenen einer Ehe und das ist ein Mann, der in der Mitte seines Lebens steht und weiß, dass es so nicht weitergehen kann und versucht, sich dann nochmal neu aufzustellen und zu kämpfen. Also ist die Geschichte um Matti Adler sehr, sehr viel tiefergehend, als man jetzt erstmal so denkt? Ja, absolut. Also das ist möglicherweise auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir da gerade ansprechen, weil das muss natürlich dem Zuschauer auch klar sein. Nicht, dass er denkt, er kriegt jetzt da irgendwie so ein Ballermann-Party-Format präsentiert, wo er sich weghauen kann über die Peinlichkeiten, die da passieren. Nee, das ist hochspannend und hochdramatisch und eben auch sehr tiefgehend. Ne? Man wird also hineingezogen. Ich habe gerade gestern habe ich die ersten beiden Folgen gesehen. Und ich bin richtig reingesogen worden in dieses Drama dieser Familie. Ne? Das ist jetzt kein, ich sag mal, leicht zu verdauender, oberflächlicher Spaßstoff, den man sich da mal so eben reinzieht und nebenbei bügelt. Das ist das nicht. Das geht sehr viel tiefer. Das Spiel meiner Kollegen, was ich da gesehen habe, das hat mich total begeistert. Die spielen alle hervorragend. Sind ganz glaubwürdige Figuren und das Ganze ist fotografisch auch so eingefangen, dass da sind ganz stimmungsvolle, ausdrucksstarke Bilder bei entstanden. Also ich halte das für ein hochkünstlerisches Format. Es ist auch hat auch Thriller-Elemente, ne? weil er sich mit der Mafia anlegt da und die wollen ihn, sie bringen ihn fast um, ne? Und er kämpft gegen die an und der äußere Feind ist gewissermaßen die Korruption und die Mafia. Und der innere Feind ist, oder die inneren Hürden sind die, die er mit seiner Frau hat, die ihm ja droht, von der Stange zu gehen. Und dann passieren gewisse Umstände, wo er dann also sich noch ein paar zusätzliche Schwierigkeiten auflädt. Also es ist keine Spaßserie, das kam an und deine Kollegen sind umwerfend. Erzähl doch mal, wer spielt denn noch mit außer dir bei der König von Palma? Also meine Frau wird von Sandra Borgmann gespielt, die ich sehr schätze. Ich kenne sie seit über 28 Jahren, aber ich habe leider noch nie mit ihr zusammen gespielt. Und sie hat also meine Ehefrau gespielt und wir sind da also maximal mit großem Vertrauen rangegangen zueinander. Und das, also wir haben einfach beide die Verabredung gehabt, dass wir uns alles zumuten können im Spiel. Und das ist also eine tolle, wichtige Grundlage, von der aus man dann arbeiten kann, wenn dieses Vertrauen da ist. Weil dann eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Also es kann nichts passieren, was uns als Henning Baum und Sandra Borgmann erschreckt. Ne? Wir haben diese Verabredung, wir trauen uns die Dinge zu und wir haben gesagt, was auch immer in den Szenen passiert, was wir für Impulse haben, wir spielen das. Ne? Wir gehen damit um, da brechen wir nicht ab oder so. Und dann habe ich gestern auch meine jüngere Kollegin, die Pia Michaela Barucki gesehen. Die spielt eine junge Frau, die aus der DDR kommt. Das spielt ja 1990. Und die hat es auch unglaublich gut gemacht, auch mit ihrer Kollegin zusammen.
Die haben also zwei junge Frauen gespielt, die da das erste Mal Mallorca-Urlaub machen und in der Freiheit sind. Und es ist hervorragend gemacht, wie die das mit der Sprache gemacht haben. Also sonst hört man beispielsweise nie Sächsisch, ne, im Fernsehen. Es sei denn, man macht sich darüber lustig. Und die hat das aber geschafft, ein Sächsisch zu sprechen, was sie identifizierbar zuordbar macht. Man also weiß, wo sie herkommt. Aber es ist überhaupt nicht so, dass es die Figur denunziert oder es irgendwie einen Moment gibt, wo man sich darüber lustig macht, sondern ihre Figur bekommt so eine Authentizität dadurch, ne? Und es gibt dann also auch noch eine Frau im Flugzeug aus Westdeutschland, die macht sich über sie lustig und sie spürt also diesen Schmerz, dass sie da so in gewisser Weise verhöhnt wird, ne? Als junge Frau aus der DDR. Auch ganz hervorragend gespielt, habe ich mich sehr darüber gefreut. Es kommt dann im weiteren Verlauf, das habe ich nur gestern noch nicht gesehen, kommt noch André Hennecke als mein Bruder. Und den kenne ich auch schon lange, habe aber nie mit ihm gespielt. Und das ist auch ein irrer Typ. Und dieses Bruderverhältnis, was wir haben, das war auch, das ist ein groß hochproblematisches Verhältnis. Und dennoch ist es von einer großen Liebe zwischen den Brüdern getragen. Mein Bruder ist also ein Halotri und der ist 8 Jahre älter als ich. Aber ich habe in gewisser Weise irgendwann die Führung übernommen und auf ihn angefangen aufzupassen. Und der taucht da auf und meine Frau ist wenig erfreut, aber ich habe ihn eben gern und er ist mein Bruder. Und das hat auch beim Spielen so organisch, so natürlich funktioniert. Das war wirklich eine ganz große Freude. Und es ist bis in die Nebenrollen hinein. Es ist super, super besetzt. Es ist ganz toll, das zu sehen, was für plastisch lebendige Figuren das geworden sind. Mallorca wird ja nicht das erste Mal verfilmt. Also gefühlt gibt es eine Million Mallorca-Filme. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die 90er und diese Partyzeit als Serie schon auch mal nicht als Spaßfilm, sondern dramatisch behandelt wurden. Das wurde jetzt echt Zeit. Wurde tatsächlich Zeit und das ist den Showrunnern auch sehr gut gelungen. Die haben beispielsweise als Stilmittel hier immer wieder originales Material auch eingeschnitten, ne, einfließen lassen. Und das fügt sich aber ganz irre in unser gefilmtes Material ein. Da ist überhaupt kein Bruch, sondern man sieht das und es verstärkt also den Eindruck, wie diese Zeit damals war, wie lebendig, aber auch wie verrückt die war. Und man merkt natürlich deutlich, das ist wirklich der Produktion gelungen, auch den Kameraleuten und dem Regisseur, Szenenbild, Kostüm und so weiter, da ein Setting zu kreieren, einen Look zu kreieren, der etwas absolut Eigenes hat. Man betritt eine andere Welt. Es ist nicht wirklich nur so ein Tun als ob, sondern man hat wirklich den Eindruck, man ist da in 1990. Es gibt ja viele historische Stoffe und manchmal habe ich eben das Gefühl, ja, naja, es sieht so ein bisschen museal aus, so ein bisschen hübsch und so, aber das sieht da alles ziemlich echt aus. Ich habe also eine ganz verrückte Frisur, ich habe also wirklich so eine Dauerwelle hinten mit Fokuhila dran. Das war meine Idee, dass ich gesagt habe, komm, das machen wir, das sieht zwar extrem aus, aber so waren die Typen ja damals. Und es verändert meine äußere Erscheinung eben auch so stark, dass ich das sehr gut als Hilfe nehmen konnte, um eine komplett andere Figur zu spielen. Wir sind ja beide alt genug, um die 90er live erlebt zu haben. Wie genau war die Zeit damals? Kannst du dieses Gefühl greifen und beschreiben? Ja, also was die Hintergründe der Atmosphäre dort angeht, da haben die Showrunner sehr gut recherchiert. Es ist natürlich ausgedacht, die Geschichte, aber sie ist inspiriert von Fakten, von Dingen, die da stattgefunden haben, auch von Figuren oder Personen, die gelebt haben oder leben. Das hat also dem ist eine akribische Recherche vorausgegangen, über Jahre übrigens, ne? Und ich bin 1990, 18 gewesen. Ich war nicht auf Mallorca, aber ich kann mich natürlich an die Zeit erinnern. Also die Wende ist mir sehr gut in Erinnerung. Die Zeiten des politischen Umbruchs, man muss fast sagen, dieser ungeheuerliche Vorgang, dass plötzlich die Mauer aufging. Epochales geschichtliches Ereignis, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Und wie sich das dann verändert hat in unserer Lebensrealität, in unserer Wahrnehmung und eben vor allem dieser ganz große Veränderungsprozess für die Menschen aus der DDR. Ein unglaublicher Schritt, der damals passiert ist und sich in unserer Geschichte eben auch niederschlägt, weil diese Frau da, die aus der DDR kommt, eben auch total eintaucht in dieses neue Leben in Mallorca. Und das ist tatsächlich alles für sie neu. Die Freiheit, aber auch die Ausschweifung und auch der Wahnsinn.
Eine wirklich total verrückte Zeit. Jetzt haben wir ja schon geklärt, der König von Palma spielt zwar auf Mallorca, auch in der Party-Umgebung, aber es ist eigentlich keine Party-Serie, wo man nur Spaß dabei haben kann. Trotzdem jetzt mal Butter bei die Fische. Damals in den 90ern, wie hast du die Sau rausgelassen? Hast du sie rausgelassen? Ja, nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also Sau rauslassen, ich habe auch gern gefeiert, aber diese Art des Feierns, die wäre mir unheimlich gewesen. Das wäre nicht das gewesen, was ich gesucht hätte. Also ich habe immer gern gefeiert, aber eher private Partys und so. Und wie gesagt, diese Energie ist durch Sport und durch künstlerische Arbeit abgeflossen. Über einen im Cast haben wir noch gar nicht gesprochen. Lukas Cordalis ist auch dabei. Jetzt kann man vielleicht die Augen rollen und sagen, kann der Schauspieler. Das Besondere ist, er spielt seinen Vater. Lukas Cordalis spielt tatsächlich seinen Vater. Das ist sicherlich für ihn auch eine interessante Erfahrung gewesen, für uns alle auch. Irgendwie war das ein besonderer Moment, denn Costa Cordalis hat tatsächlich damals Anfang der 90er Jahre am Ballermann, so kann man sagen, ein Karriere-Comeback wieder gehabt, ne? Und das taucht eben in unserer Geschichte auf. Und ja, Lukas kann singen und sieht seinem Vater ähnlich und da lag das nahe. Und das ist auch irgendwie ein bisschen ein magischer Moment gewesen. Ist übrigens nicht nur Lukas Cordalis, sondern auch der Sohn von Toni Marshall. Der hat auch seinen Vater gespielt. Der tritt auch auf. Und der sieht ihm auch relativ ähnlich. Also auch das hat gut gepasst. Jürgen Drews hat jetzt keinen Sohn, der da aufgetreten ist bei uns, aber der wurde von einem jungen Kollegen sensationell gespielt. Also Jürgen Drews wird auch sehr gut wiedergegeben. Sagt Henning Baum hier bei Fufis, dem Podcast von Film TV. Wenn ihr euch die Serie anschauen möchtet, es gibt eigentlich eine ganz klare Anguck-Empfehlung, gibt eigentlich gar keine Ausrede, es nicht zu tun. Der König von Palma läuft ab diesem Donnerstag, dem 24. Februar, exklusiv als Original bei RTL+.